Die Alpenstadt Bludenz ist der Mittelpunkt des Fünf-Täler-Sterns in Vorarlberg und ist somit der Ausgangspunkt in die Täler Brandnertal, Klostertal, Montafon, Walgau und Großwalsertal. Ein besonderes Flair hat die Bludenzer Innenstadt. Die Altstadt mit den Laubengängen und gemütlichen Cafés laden zum Verweilen ein. Mitten in der Stadt, abseits von Verkehr und Lärm, findet jeder seinen Platz zum Wohlfühlen. Zahlreiche kleine, aber feine Einkaufsgeschäfte bieten eine große Auswahl. Fachberatung und persönliche Betreuung stehen hier hoch im Kurs. Anziehungspunkt sind auch die beliebten Wochenmärkte, die jeden Mittwoch und Samstag stattfinden. Regionale Produkte wie Gemüse, Obst und Milchprodukte sind auf dem Markt zu finden. Für die Gaumenfreuden der Besucher sorgen auch verschiedenste internationale Köstlichkeiten. Besonders farbenprächtig ist der Blumenmarkt am Eingang zur Fußgängerzone. Die Marktfahrer aus der Umgebung bieten den Besuchern eine große Angebotsvielfalt. Ein gemütlicher Bummel durch die Laubengänge, neue Köstlichkeiten entdecken und in einem typischen Straßencafé den Tag genießen. So kann ein Tag in Bludenz aussehen. Besonders imposant sind die Denkmale, die schon über Jahrhunderte in Bludenz stehen. Vom Riedmiller-Denkmal bis hin zum Nepomuk-Brunnen, beinahe jedes Viertel in Bludenz hat seine Geschichte. Das Schloss Geinhofen ist eines der ganz besonderen Gebäude. Das Barockschloss steht seit 1222 auf einer Anhöhe über der Alpstadt und ist mit dem Turm von St. Laurentius das weithin sichtbare Wahrzeichen der Alpenstadt. Die Freizeitaktivitäten in Bludenz können sich ebenfalls sehen lassen. Vom großen Panorama-Freibad und der Indoor-Wasserwelt, dem Saunaland im Valbleu, mehreren Fitnessstudios, Tennisplätzen und der Tennishalle, Fußballstadion, dem Golfplatz Bludenz-Bratz und dem Wander- und Aussichtsberg Muttersberg ist in Bludenz nahezu jede Sportart vertreten. Im Bereich Sport und Lifestyle gehört das Alpenerlebnisbad Valbleu zu den Top-Adressen. Die Kombination aus modernem Lifestyle-Hotel und einer Freizeit- und Wellnessanlage macht das Valbleu-Resort so besonders. Die Bäderlandschaft ist unterteilt in ein großes Sport- und Erlebnisbecken, einem Nichtschwimmerbecken mit Wassergrotte und einem Babybeach. Spaß und Action für die Kids und Entspannung für die Erwachsenen. Jeder findet da sein Plätzchen. Die Saunalandschaft im Valbleu ist die größte Vorarlbergs. Die fünf verschiedenen Saunen lassen einen die Wärme und das Wasser sinnlich erleben. Über einen Steg gelangt man zur großen Außensauna Bäraloch. Das Besondere dieser Sauna ist die Quelle, die sich hinter der Sauna befindet und direkt durch die Sauna verläuft. Bei jedem Wetter heizt diese Sauna so richtig ein. Von der Dampf- und Tropensauna bis hin zu den zwei Finnensaunen hat man eine große Auswahl. Indoor- und Outdoor-Kaltbecken sorgen dann für das richtige Cooling Down. Zusätzlich stehen dann noch verschiedene Ruheräume zur Verfügung. Der Fitnessclub ist dann der Treffpunkt für alle Fitnessfreunde im Vorarlberger Oberland. Professionelle Betreuung, ein moderner Gerätepark und der Ausblick auf die traumhafte Bergkulisse. An einem schöneren Platz kann man kaum an seiner Gesundheit arbeiten. Das Valbleu Freibad gilt im Sommer als Tipp der Region. Die Außenlage hat ein 50 Meter Sport, ein großzügiges Nichtschwimmerbecken und bietet für die Kleinsten einen kindergerecht gestalteten Mutter-Kind-Bereich mit Planschbecken und Sandkasten. Der Beachvolleyballplatz sorgt dann für Abwechslung an einem gelungenen Badetag. Relaxen und aktiv sein mit der traumhaften Alpenkulisse macht das Alpenerlebnisbad Valbleu zu einem besonderen Urlaubs- und Ausflugsziel in Vorarlberg. Der Hausberg von Bludenz ist der Muttersberg. Mit der Seilbahn gelangt man auf 1401 Höhenmeter. Auf dem Berg angekommen, entweder zu Fuß oder mit der Gondel, erwartet einen ein traumhaftes Wanderparadies und Erholungsgebiet. Das Bergrestaurant Muttersberg liegt mitten auf dem Madeiserköpfle. Auf der Sonnenterrasse haben bis zu 350 Personen Platz und sie bietet einen fantastischen Panoramablick. Das Angebot der Küche reicht von internationalen bis hin zu regionalen Hochgenüssen. Für Familien hat es eine besondere Bedeutung, dass sie mit Groß und Klein in der Natur auf den gerichteten Wegen spazieren oder durch die Wälder wandern können. Die Natur spüren. Unter dem Motto 1401 die richtige Höhe steht einem erholsamen Wandertag nichts im Wege. Der Muttersberg ist für jeden Anlass ein hervorragender Partner. Die Verbindung von Natur und Moderne sorgt für ein besonderes Ambiente. Das Wandern und Bergsteigen hat in Bludenz eine lange Tradition, bis hoch hinauf zum Hohen Frasen reichen die bestens beschilderten Bergwanderwege. Auch Radfahrer und Mountainbiker kommen in Bludenz auf ihre Rechnung. Die Radwege führen von Bludenz aus sternförmig in alle Täler. Für diejenigen, die die Herausforderung suchen, werden unterschiedliche Trails in allen Schwierigkeitsgraden geboten.
Einfach erreicht man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Auto die umliegenden Täler. Jedes Tal für sich hat seine Besonderheiten. Im Brandnertal kann man zu Fuß oder mit der Gondel einen Ausflug zum 2000 Meter hochgelegenen Lünersee machen und in der unberührten Bergnatur wandern. Die Berge formen die Struktur des Klostertals. Entlang der Alfenz von Bludenz aus Richtung Arlberg verläuft das Tal. Am Taleingang liegt die einzigartige Golfanlage des Golfclubs Bludenz-Bratz. Der Golfplatz zählt zu den schönsten Anlagen im Alpenraum. Nicht nur Profis sind gut bedient, den Anfängern bietet der Golfplatz eine Driving Range, ein Cutting Green und eine Pitching Area. Nach dem Spiel ladet die Panoramaterrasse des Clubhauses zum Wohlfühlen ein. Die unendliche Vielfalt von Bludenz und die Einbettung der Stadt inmitten der fünf Talschaften ist das, was Bludenz als Ausgangspunkt für alle Aktivitäten besonders macht. Ein Highlight in der Alpenstadt ist das seit 30 Jahren stattfindende Milka-Schokofest. Einen ganzen Tag lang war die Stadt wieder in Milka-Lila getaucht, tausende Besucher zog es an diesem Tag in die Alpenstadt. Sicher ist, dass auch in den kommenden Jahren dieses Familienfestival in Bludenz vielen Besuchern aus nah und fern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Neben der Schokoladeproduktion finden sich in Bludenz auch zahlreiche weitere Unternehmen, die zum einen sehr erfolgreich sind, zum anderen auch gerne in Bludenz wirtschaften. Die Brauerei Vornburg wurde bereits im Jahr 1881 gegründet und zählt heute zu den größten Brauereien im Land. Im Textilbereich hat sich Getzner über die Jahre zu einem absoluten Big Player entwickelt. Zahlreiche internationale Topmarken zählen auf die Qualität aus der Alpenstadt. Die Alpenstadt Bludenz hat also in allen Bereichen viel zu bieten. Sport, Kultur, Erlebnis, ein Stadtzentrum, das begeistert und als Zentrum des Fünf-Täler-Sterns eine perfekte Lage, eine absolut stimmige Kombination, die funktioniert.